Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde 7 Days to Die. Meine Kopflampe funktioniert schon wieder nicht. Ja, und irgendwie ist dieser Frame angefuttert. Keine Ahnung warum, wir ersetzen den einfach mal schnell. Also anscheinend kann man auch hier Frames, die halb kaputt sind, da ein bisschen das Spiel wieder überlisten, wenn man einfach den Frame rausnimmt und wieder einsetzt. So gut, ich war das letzte Mal dabei, hier diese Treppe kaputt zu klopfen. Hier hat sich's wieder beruhigt. So ein bisschen. Deswegen werden wir hier wieder ein bisschen weiter klopfen. Man sieht auch die ganze Treppe hier rechts, die ist schon ordentlich kaputt. Also da haben die schon bis jetzt nicht schlecht Arbeit geleistet. Aber ich kann es halt hier nicht riskieren. Oh, schon wieder ein Level up. Also hier Gravel craften. Sehr nice. Ich bin auch gerade einmal überlegen, ob man sich nicht irgendwie so ein Plateau bauen kann und dann so eine Rampe, die kurz davor eben aufhört, dass die Zombies immer wieder die Rampe hochlaufen, runterfallen, die Rampe hochlaufen, wieder runterfallen. So Lemming-mäßig in der Art. Wäre mal eine Überlegung wert. So, ja, unsere Picke, die hat hier jetzt ein bisschen schon wieder an Haltbarkeit eingebüßt durch das Ganze hier, aber wie gesagt, ich bin hier gerade ein bisschen. Ah, da braucht man Cobblestone Rocks. Haben wir aber leider nichts dabei. Naja. Klopfen hier noch das bisschen weg, ist nicht mehr viel. Und wir sind schon wieder am Hundehordentag. So, jetzt könnt ihr hier nicht mehr rauf und ich kann das hier ein bisschen abstützen. So, das beruhigt mich gerade ein bisschen. Ah, sehr nice. Okay. Reparieren wir das Ding hier noch, setzen hier noch einen kleinen Frame rein. So. Ja, es ist einfach hier bloß Schadensbegrenzung so ein bisschen. Weil ich, wie gesagt, Angst habe, dass mir hier das Ganze unterm Arsch wegbricht und dann schauen wir blöd aus der Wäsche. Ist vielleicht hier ein bisschen gerade Materialverschwendung, weil ich auf kurz oder lang sowieso umziehen möchte. Aber, naja. Dann könnten wir aber eigentlich, während wir hier noch sinnen danach, einfach so ein bisschen von dem Zeug hier abbauen. Wir haben ja sowieso nichts Besseres zu tun und das steht hier auch nur so rum. Uns kann ja keiner hochkommen, von dem her ist es relativ egal eigentlich. Denn es ist eigentlich schon ein Haufen Material. Wenn man sieht hier die ganzen Federn und so, da kann ich mir zum ersten Mal ein schönes Bett bauen hinterher. Und das ganze Scrap und so, das ist natürlich. Natürlich sehr geil. Nur, dass hier nicht das ganze Haus jetzt dann zusammenfällt, so wie der kleine Schrottplatz, der uns einfach unterm Arsch weggebrochen ist. Das war auch sowas, wo ich mir dachte, Alter, was ist denn jetzt kaputt?
Was haben wir denn? Wir müssen mal schauen. Das war, glaube ich. Boah, das gibt ordentlich Zeug. Aber wir könnten hier gleich nochmal Gravel draus craften. Sehr schön. Ja, die Strings und sowas, das heben wir mal auf. Ja, da kann man auch mal in der Nacht hier schön laut sein. Und hier bei diesem Airdrops letzte Mal im Wald, wo ich gesagt habe, ah, ich weiß jetzt nicht, was da drinnen war, habe ich nachgeguckt, es war bloß die Iron Leg-Rüstung, die wir schon hatten. Oder waren es Iron Boots? Also, das hatte seine Richtigkeit. Nicht wie bei unserer guten Spike Axe. Die hat hier Spike Club, genau. Dass hier das jetzt weggebackt ist, mehr oder weniger. Ordentlich Zeug bei uns. Das ist wirklich geil. Vor allem, wir brauchen ja das Grip Metal auch vermehrt, um eben Baumaterial zu verstärken hinterher. Ja, und hier geht der Skill nach oben. Das ist ja genial. Aber das Ding kann ich, glaube ich, gar nicht reparieren. Nee, haben wir leider noch keinen Rezept dafür. Und wir haben gleich schon wieder Tag. Sehr geil. So, und hier haben sie schön die Rohre durchverlegt. Sehr geil. Ja, Hundehundentag. Ich liebe ihn so über alles. Das wird wieder ein Spaß werden. Aber in dieser Zeit könnte ich eigentlich noch schauen, ob ich irgendwo ein bisschen Holz herbekomme. Beziehungsweise haben wir ja, glaube ich, 2000 Holz in der Kiste, glaube ich. Da wäre es eigentlich sogar ganz schlau, am Hundehordentag hier innen alles zu zerlegen. Und wenn die kommen, dann kann ich ja hier hinten die Treppe raufhoppeln. Ja, gucken wir erstmal hoch ins Lager schnell. Hier meine Frames kann ich auch wieder mitnehmen. Also die beste Lösung, um hier irgendwo über den Zaun zu kommen, als sich da durchzuprügeln. Und dass man auch hinterher den Zaun quasi noch verwenden kann. Ich glaube, das dauert auch nicht lang, bis hier wieder aus Südosten. Wie war das jetzt? Südosten kommen die Hunde, Nordwesten waren die Zombies. Spikes haben wir auch noch, die können wir nachher auch noch setzen. Hier Scrap Cable. Also ich glaube, das können wir wirklich scrappen. Ich weiß nicht, ob man das einschmelzen soll. Oh, ich glaube, wir heizen ab jetzt mit Woodframes. Müsste man mal wieder ausrechnen, was da ungefähr der Unterschied ist. Forged Iron, wie viel könnte man da machen? 130. Ich glaube, so viel braucht man da noch gar nicht. Iron Bars brauche ich gerade auch nicht mehr eigentlich. Iron Arrowheads, da könnten wir nochmal vielleicht 200 machen. Ja, auf jeden Fall. Ach, hier läuft sogar noch. Das ist ja lustig. Da läuft hier noch massenweise von dem Zeug hier durch. So. Federn kommen hier gleich wieder auf Lager. Iron Arrows. Haben wir ja eigentlich noch genug. Ach Mann. Ein Amboss hätten wir noch. So gut, was machen wir denn? Genau, das ganze Zeug scrappen.
Beziehungsweise das würde ich gern als Reinform einschmelzen. Ich glaube, da kommt dann mehr raus. Irgendwie so war ja die Intention, glaube ich. Kann man das überhaupt so direkt einschmelzen? Ja, es funktioniert, aber ich weiß gar nicht, wie viel dabei rumkommt. Nehmen wir den ganzen Mist da rein. So, wir könnten aber mal gucken. Ich würde mir noch gern ein Bett bauen. Old Bed. Ach, da braucht man... Na, das ist ja wieder lustig. Da braucht man das normale Cotton. Ja, dann bauen wir uns ein Sleeping Bag. Ich glaube, das normale Cotton, da haben wir nichts mehr. Nee. Nö. Definitiv not. Wir machen uns mal einen Sleeping Bag. So, der Rest kommt hier wieder rein. Die Springs, ja, die heben wir mal auf. Short Iron Pipes, ich weiß gar nicht. Da weiß ich wirklich nicht, ob das einen sinnvollen Verwendungszweck hat. Oder ob man die auch einschmelzen sollte. So, das können wir hier noch reinklatschen. Wobei, Hundehordentag, das sollten wir vielleicht, oder insgesamt jetzt dann bald mal auf nur noch Eisenpfeile umsteigen. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, haben wir das auch wieder weg. Summer, Skill in Weaponsmithing, 34, hui. Ich würde jetzt gerne das da reinklatschen hier. Hier die Iron Fragments. Naja, ich gehe jetzt mal kurz nach unten und baue hier noch ein bisschen Zeug ab. Eigentlich kann man gleich mit dem hier anfangen. Einziger Nachteil daran ist, es verdammt laut, und ich höre, glaube ich, die Hunde, wenn sie kommen. Es ist gut möglich, dass ich die nicht höre. Irgendwas stapft hier schon wieder rum. Ach. Lady. Ach nee, es ist ein Dicker. Ja, kann man mal hier wieder Bogenschießstunden nehmen. Und leider nur immer in die Brust hier. Hieß ja nur Treffer in den Kopf zählen. Treffer. Ja, schön gegen die Mauer. Und irgendwas ist hier an dieser Kante, dass die Zombies da nicht drüber kommen. Naja, mir soll es recht sein. Das ist mir immer herzlich recht. Und... Wir haben ja gar kein Fleisch mehr, dann kann ich mir gar nichts mehr zu essen machen. Oh, aber was haben wir hier denn alles? Ein Brush für Leder. Und ein Headlight auch noch. Das ist doch ganz interessant. Haben wir noch nirgendwo drin? Den Radiator. Sollten wir, glaube ich, so einschmelzen. Auch nicht scrappen. Sonst verliert man wieder zu viel. Benzin haben wir noch ein bisschen was bekommen. Ja, voll toll. Und ein Öl. Irgendwie zu viel Stuff gerade. Na, noch ein paar Pipes haben wir ja nicht genug. Leder noch.
Da könnten wir aber zum Beispiel hier Leim draus kochen schon mal. Warum geht das nicht? Brauche auch genauso viel Wasser. Ja, wir haben genügend von dem Zeug. Schon wieder ein Level up. Ist ja krank. So, 6 Minuten. Hau mich tot. Wir essen gleich wieder was. Ja, war zwar jetzt ein bisschen hier Verschwendung von Trinkwasser, aber eigentlich ist das relativ. Wir haben hier genügend. Das macht den Bock nicht fett. So, ich setze hier aber mal meinen Sleeping Bag. Würde ich gern hier oben setzen irgendwo. Hier sind wir relativ sicher. Oh, Doggy Time. It is Doggy Time. Wie ein Männchen macht. Die anderen sind da hinten. Können wir was aus dem rausschlitzen eigentlich? Leder. So, kommen die jetzt hier schon zurückgelaufen oder wie sieht denn das hier aus? Ha, da ist noch einer. Perfekt für Hundehortentag, sowas. Oh, 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 oh. Tja, da kommt ja noch mal einer. Ja, schön über die Spikes, dass ich wieder hier alles reparieren muss. Da kommen noch mehr. Könnt ihr eigentlich mal Kage werfen wieder? Wir werfen hier mal kurz Kage. Naja, bewirkt jetzt nicht das, was ich mir gedacht hätte. So wird es nix hier. Aber das ist doof, wenn die hier doof bekloppt unterwegs sind. Jetzt schaut er doof. Es ist aber hier noch einer da. Da hinten. Doggy, Doggy, Doggy. Hier hinten. Komm ran hier. So.
Du kleiner hässlicher Hund, du. Ja, und wir sehen wieder, es läuft. Schön die Hunde unten alle unter der Hütte durch. Hier noch kurz das Auto zerlegen. Und die kommen immer aus Südwesten. So, da hinten prügelt sich einer was ab. Und hier ist ein Untouched Bird Nest. Aber theoretisch kann man hier halt das ganze Ding so weit erweitern. Na, repariert das da hinten. Also man kann das eigentlich so weit erweitern, hier dieses Konstrukt, wenn man so will, dass das hier über die ganze Ebene geht und dann kann man hier unten die ganzen Zombies durchkiten. Ja, und hat seine Ruhe. Gut, wir haben schön taktisch klug die Hunde abgewehrt an diesem Tag. Bis jetzt, es kommen ja noch ein oder zweimal nochmal Hunde. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, macht's es gut.